Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer. Mein Name ist Simon, ich bin euer spiritueller Aufklärer und in diesem Video möchte ich mit euch über das Thema Karma und ausgleichende Gerechtigkeit sprechen. Zunächst einmal werden wir das Karma definieren. Karma ist ein Gesetz von Ursache und Wirkung, also Saat und Ernte. Es ist keine Strafe. Es ist eine perfekte, makellose, ausgleichende Gerechtigkeit, die auch verhältnismäßig ist. Machen wir uns bewusst, der Schaden auf der Erde ist begrenzt. Jeder kann nur begrenzten Schaden anrichten und somit muss die ausgleichende Gerechtigkeit auch ein begrenzter Schaden sein, also keine ewige Verdammnis oder sowas. Karma ist nicht nur das, was du anderen getan hast, sondern auch das, was du auf einer anderen Ebene gewählt hast. Machen wir uns bewusst, dass dich Gott zu nichts zwingt. Bei allem, was passiert ist, hast du auf einer anderen Ebene zugestimmt. Das ist die logische Schlussfolgerung daraus. Und das auch dann, wenn das Ego anderer Meinung ist, weil das verstehen die meisten Menschen nicht. Wenn irgendwas Schlimmes passiert, was dein Ego nicht haben möchte, irgendwas Unangenehmes, dann denkst du dir, das habe ich doch niemals auf einer anderen Ebene gewählt. Doch, deine Seele hat das getan, weil deine Seele andere Absichten hat als das Ego. Dazu bringe ich dir ein kurzes Gleichnis. Wenn du jetzt in einem Computerspiel spielst, dann machst du irgendeine Quest, auch wenn dein Charakter oftmals Schläge einstecken muss. Das Ego deines Charakters, den du steuerst, der möchte das natürlich nicht. Aber du weißt, dass du da durch musst, um irgendeine andere Aufgabe zu erfüllen, damit du im Spiel weiterkommst. Und so ist es auch mit der Seele und mit unserem Körper. Die Seele hat andere Ziele, als das Ego für Ziele hat. Übrigens, da man gegen einen Gott keinen Schaden zufügen kann, ist das Argument, dass man gegen einen Gott sündigen kann, absurd. Die Frage ist jetzt, wie das Karma funktioniert. Wie kommt es zustande? Wenn du anderen etwas Schlimmes antust und es nicht bereust, dann kommt es genauso auf dich zurück. Das passiert deswegen, um dir zu spiegeln, wie sich der andere gefühlt hat, damit du lernst, dass diese Tat falsch ist und du das nicht mehr tun wirst. Und so kommt es auch zu einer Gerechtigkeit, weil es kommt niemand ungeschoren davon. Da sind die Karma-Mühlen sehr präzise und gnadenlos. Dann, wenn du selber zugestimmt hast, unabhängig von deinen früheren Taten. Das heißt, manchmal da kommt doch Karma auf dich zurück, was nichts damit zu tun hast, dass du jemand anderem etwas getan hast, sondern manchmal hast du auch Dinge auf der geistigen Ebene verursacht und bewusst in dein Leben gezogen. Einfach aus gewissen Hintergedanken heraus. Und zwar, es gibt unangenehme Umstände in deinem Leben, die dich zum Umdenken zwingen. Wenn dein Leben unstimmig ist, dann zwingt das Leben dich über den Schmerz, deinen Lebensstil zu ändern. Aber vorher macht dich das Leben immer freundlich darauf aufmerksam, dass du was ändern musst. Und wenn du nicht hören willst, dann musst du halt fühlen. Das beste Beispiel, das ist jetzt weltlich betrachtet, bei einer Krankheit, die dir Leid zufügt. Und diese Krankheit hast du aber verursacht durch eine ungesunde Ernährung und das zwingt dich dazu, dass du deine Ernährung ändern musst. Und am Ende geht es darum, dass du einfach aufhörst, auf Autopilot unbewusst zu leben, sondern damit anfängst, bewusste Entscheidungen zu treffen. Beispielsweise hast du auf einer anderen Ebene bereits dem Leben angewiesen, das Leben dazu angewiesen, dir die und die Umstände zu schicken, damit du gewisse Entscheidungen triffst, weil für dein Ego später wird die Situation so unangenehm sein, dass du keine andere Wahl mehr hast. Das hast du alles selber dich so auf einer anderen Ebene entschieden. Jetzt kommen wir zum Argument mit der endlosen Karma-Kette. Es gibt immer dieses Argument, dass wenn jetzt jemand einen anderen absticht, dass dieser jemand wiederum abgestochen werden muss und der dann, der diesen jemand abgestochen hat, muss dann wiederum abgestochen werden und das geht dann immer so weiter und zwar bis ins Unendliche. Dem ist allerdings nicht so, weil es gibt Möglichkeiten, wie die Karma-Kette endet und es gibt auch andere Möglichkeiten, das Karma abzubezahlen. Das heißt, wenn immer jemand mit diesem Argument mit der endlosen Karma-Kette kommt, dann hat er von Karma keine Ahnung. Möglichkeiten des Karmas. Da gibt es fünf, soweit ich informiert bin, und zwar: Einmal, du kannst Wiedergutmachung leisten. Damit ist deine Schuld mehr oder weniger bezahlt. Deine energetische Schuld ist damit bezahlt. Wenn du einfach den Schaden, den du anderen getan hast, wieder rückgängig machst, indem du Wiedergutmachung leistest, dann holt dich das Karma auch nicht mehr ein. Dann die zweite Möglichkeit ist, dass beide Parteien die Rollen tauschen und dann sind beide wieder quitt. Und somit ist die Sache dann abgeschlossen, ein für alle Mal. Dann drittens gibt es die Möglichkeit, dass du dein Bewusstsein einfach erweiterst und das führt dazu, dass das Karma obsolet wird, weil keine Lektion mehr erforderlich ist.
Weil Gott sagte, jeder Akt ist ein Akt der Selbstdefinition. Das heißt also, das, was du anderen tust, sagt etwas über dich aus. Und wenn du jetzt dem Universum beweist, dass du dich wirklich verändert hast, dann wird das Karma einfach getilgt, einfach gestrichen. Einfach weil du brauchst es ja nicht mehr zu lernen, was die Lektion des Karmas mit sich bringen würde. Viertens, du kannst in die untere Astralwelt wandern. Das heißt also, nach dem Tod, wenn du anderen etwas Böses angetan hast, und zwar wirklich viele böse Dinge, und zwar konstant, wie zum Beispiel als Internetabzocker, dann landest du in der unteren Astralwelt und wirst dort deinesgleichen wieder treffen, weil die Astralwelten, die geistige Welt nach dem Tod, spiegelt dir deine Innenwelt. Und das führt dazu, dass du mit Leuten zu tun hast, die ebenfalls Abzocker sind, und dann zocken sich alle gegenseitig ab, und das allerdings nicht unendlich lange, sondern nur für eine begrenzte Zeit, bis du erkapierst, dass das der falsche Weg ist. Und in der unteren Astralwelt, da sieht es übrigens ähnlich aus wie hier auf der Erde. Ja. Und die fünfte Sache ist, dass das Karma auch durch seelenlose Menschen geschieht. Das heißt also, wenn ein Mensch, der keine Seele hat, dir etwas Schlechtes antut, sodass du dein Karma bekommst, dann endet die Karma-Kette ja bei diesem Menschen, weil der seelenlose Mensch, der hat ja kein Karma, weil er lernt ja nichts dazu. Der ist ja nicht hier, um etwas zu lernen oder um sein Karma abzubezahlen. Ja? Ich werde zum Thema seelenlose Menschen natürlich auch ein extra Video machen, da könnt ihr euch schon freuen, das ist wirklich interessant. Das ist in unserer Esoterik-Szene ein sehr, sehr bekanntes Konzept. Zusammengefasst lässt sich also sagen, es gibt hier diese fünf Möglichkeiten, wie man die Karma-Kette unterbrechen kann oder wie man das Karma anders bezahlen kann, ohne dass man das selber erleben muss hier im Diesseits. Übrigens, das Karma zwingt Menschen nicht dazu, böse Dinge zu tun, sondern es legt nur fest, wer das Opfer ist. Der böse Mensch hätte die Tat so oder so begangen. Das heißt also, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie von Gott dazu gezwungen werde, einen anderen Menschen abzustechen, weil dieser Mensch in seinem früheren Leben selber jemanden abgestochen hat. So ist es nicht. Sondern derjenige, der andere absticht, der hätte beispielsweise sowieso schon jemand anderen abgestochen. Aber wer abgestochen wird, das entscheidet das Karma. Das sorgt dann dafür, dass die Person genau zu dem Zeitpunkt dort und dort ist, damit das halt zustande kommt. Weil dasselbe auch bei Diebstahl und bei allen anderen Verbrechen ebenfalls. Nur das Beispiel. Das heißt, durch das Karma werden keine zusätzlichen negativen Taten produziert. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Nur die Rolle des Opfers wird durch das Karma bestimmt. Zusammengefasst, das Karma ist nur das geistige Gesetz von Ursache und Wirkung. Es gibt auch positives Karma. Wenn du Gutes anderen tust, kommt es ebenfalls auf dich zurück. Das heißt, du wirst auch schon im Diesseits belohnt. Kurt Tepperwein sagte dazu, dass das genauso ein Gefängnis ist, nur mit goldenen Ketten. Aber das ist auch das Schöne, dass du auch die Möglichkeit hast, durch das kosmische Gesetz gute Ergebnisse vom Leben geliefert zu bekommen. Und ganz ehrlich, in der heutigen Zeit brauchen wir das auch, weil wie oft haben wir schon vom Leben Geschenke erhalten, auf die wir komplett angewiesen waren. Karma ist einfach die Wirkung der Wahl, die du bewusst auf einer anderen Ebene gewählt hast oder im Diesseits bewusst oder unbewusst gewählt hast. Und ob du es in diesem Leben oder in der unteren Astralwelt oder in späteren Leben erfährst, das Karma, das entscheidet die geistige Welt gemeinsam mit dir. Übrigens, es gibt auch schwarzmagische Techniken, mit denen man das Karma aufschieben kann, aber aufgeschoben heißt ja auch nicht aufgehoben. Das muss man sich bewusst machen. Wenn du Gott deine Hände gibst, dann verschwindet dein Karma einfach. Denn wenn Gott der Handelnde durch dich ist, dann kommt da kein neues Karma mehr. Weil ein Gott hat ja kein Karma. Du erfährst dann in dieser Inkarnation oder in der nächsten Inkarnation dein Restkarma und danach kommen keine weiteren Inkarnationen mehr. Weil da kein Karma ist, das du abbezahlen musstest. Karma ist eine ausgleichende Gerechtigkeit, die viel mehr Sinn ergibt als ewige Verdammniskonzepte oder dass man nach dem Tod einfach ausgelöscht werden würde. Das ist beides absolut unverhältnismäßig. Ich empfehle dazu auch das Video von der YouTuberin Megan Rose, Universal Law war das Karma, ein englisches Video. Schaut euch das sehr gerne an, ist interessant. Und jetzt kommen wir zu einem Mythos, dass das Karma bedeuten würde, dass man als Tier oder Pflanze oder Stein wiedergeboren werden würde. Das ist absoluter Blödsinn, das ist ein rein hinduistisches oder buddhistisches Konzept, das hat mit echter Spiritualität überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach nur erfunden worden, diese Lüge, um die Reinkarnation und Karma künstlich schlecht zu machen. Das ist einfach nur Blödsinn. Und übrigens, für die Leute, die behaupten, dass Karma satanisch sei, weil ein Kind, das vergewaltigt wird, dem wird dann gesagt, ja, das hast du da verdient. Oder, dass irgendein Bettler
es verdient halt ein Bettler zu sein, weil das ist ja sein Karma. Denen sage ich, das ist auch ein Mythos, das ist einfach eine Lüge, da gibt es andere Gründe dafür, warum das so ist. Schaut euch dazu mein Video an, warum beendet Gott das Leid nicht einfach? Alles Ausreden, um das Karma künstlich schlecht zu machen, damit im Vergleich dazu die ewige Verdammnis mehr Sinn ergibt. Das war's, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ich habe euch das Karma verständlicher erklären können und ich habe euch die Augen aufgemacht und konnte ein bisschen aufräumen, damit die Menschen einfach ein besseres Verständnis haben, was Karma nicht ist. Ich wünsche euch was, bis dahin alles Liebe und bis dann.